So Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite, die ich mit einem Video aufnehme. So, und ich finde, heute wird ein guter Streamtag. Ich werde nachher, wie gesagt, streamen. Aber halt nur noch nicht jetzt. Wird halt nachher sein. Kurz noch, kurz WhatsApp noch rechecken. Show. Ja gut. So. Wo war ich? Ach ja, genau. Es scheint gerade eine gute Runde zu gewesen zu sein. Ich hatte vorhin eine Runde mit 5 Kills, wo dann mit einem einzigen Snipe, ich hatte ja nur 150 Leben, glaube ich, nur, und der hat mich dann mit der Bolt Action dann geholt und ich war dann Insta-Kill. Obwohl ich nur ganz minimalen Schütz durchgeguckt habe und habe dann mit mit diesem Thermalvisier halt die ganze Zeit versucht habe, auf ihn drauf zu zielen halt. Und ich krieg das halt immer noch nicht hin. Ich krieg das einfach noch nicht hin. So, diese Runde gehen wir nach Greasy Roof. Ich ha kann mit voller Stolz sagen, ich habe die Herausforderung geschafft. Mit den, oh Gott, mit der Woche 7 halt. Und muss noch die tägliche machen. Die ist halt im Team und das kommt sich nachher so klärend. Es klärt sich nachher so von selbst, sag ich mal so, auf gut Deutsch. So. Ja, dann fliegen wir mal los. Ich nehme noch einen Schluck von meiner guten 2-Liter-Cola-Flasche. Nicht die von gestern, sondern eine ältere, neuere. Also eine neue. Ja, wir fliegen, glaube ich, zum Shop, wie es aussieht. Und ja. So, wie gesagt, heute wird es eine gute Runde. Man kann es schon an meiner KD erkennen, dass die Runde heute besser wird als jegliche andere. Bäh. Gestern hatte ich ja noch eine 0,4er, 6er, hast du gesehen, was für ein Blödsinn auch immer es war, gehabt. Und ja, jetzt habe ich eine 1,3er. Und das ist nur meine tägliche KD. Ich wollte es einmal ausgerichtet haben. Das ist auch nur meine tägliche KD. Das ist nicht meine kontinuierliche KD, die ich immer habe, sondern nur meine tägliche. Also ja, das ist meine tägliche KD und keine KD, die sich alle paar Minuten ändert. Das ist die, genau, das ist jetzt eine 1,7er KD halt, ne? Und ich glaube auch, dass ich diese KD auch weiterhin anstreben werde. So, wir holen jetzt mal den Typen hier im Burgerladen. Weil der da hinten mag ich nicht so sehr. Oder? Oder holen wir den hier vorne? Ich glaube, wir holen uns den hier vorne. Wenn es nicht auch schon gesehen hat. Doch, er hat uns schon gesehen. Dann überraschen wir ihn mal. Komm. Komm, pushy, 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 komm. Das ging gerade eine Etage tiefer. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Ich hatte nicht mehr viel Leben, Bro. Das hätte fast schief gehen können. Du hast einmal geschossen. Ich habe einmal geschossen. Okay. Aufgeteilt. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch gerade kein Schild genommen. Das wäre RIP für mich gewesen, dass ich das Schild nicht noch getaked hätte. Na gut, jetzt habe ich mein Schild immer noch und habe es halt noch. Reserve, sage ich jetzt mal so. Die Geballerei hat schon niemand gehört, das heißt. So, warte, die ist noch vollgeladen. Die nehme ich mal, danke. Die Ballerei hat schon niemand gehört, deswegen werde ich mal. Schneller machen hier. Weil er ist ja nicht der Einzige, der hier gespawnt ist. Gibt ja noch, mehr Leute, wie der zum Beispiel hier im Burgerladen. Ich finde hier so seitlich so reinzugehen, wäre ist immer eine kacke Sache, weil ihr kommt auch nur seitlich nur aus der Richtung raus dann. Bro, das hat überhaupt nicht geklappt. Mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Oben ist da jemand drin gewesen? Nee.
Nö, 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 nö. Ist noch keiner hier gewesen, hier vorne. Da hinten ist aber einer. Der Idiot hat sich auch gerade verraten. Wo du immer auch sei. Komm her. Komm, 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 komm. Komm. Ich versuche den noch ein bisschen zu ignorieren, um zu tun, so als wäre mir der egal. Aber guck mal, die kommt auch von selbst hier. Das ist schön versucht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das war natürlich. Lass die mal miteinander fighten. Mal gucken, wie das wird. Pussy, findest du da gerade? Sie ist ins Haus verpisst? Nee, ne? Wo ist sie denn? Die geht auf Nahkampf, okay. Da habe ich auch nichts gegen. Hab ich auch nichts gegen, meine Liebe. Du bringst mir ein schönes Jacke, das ist lieb von dir. Und hoffentlich habe ich jetzt keine Falle geplaced. Das ist super. Nee, das Medikit bringe ich mir noch nicht. Das kann ich da liegen lassen, so. Gehen wir da hoch. Ich habe da oben das Thermalvisier wiedergefunden. Oder doch, ja, komm, machen wir mal. Top Kill wird jetzt gespeichert, das ist natürlich hervorragend. Zwei Kills. Der andere wurde mir leider gestealt, obwohl ich dem 42er Headshot gegeben habe. Schade, schade. Und ich glaube, ich könnte mal. Nein, die wollte ich nicht haben. Vor allem die eine ist mir aufgeladen. So, vor allem war ich gerade. Ich könnte auch die Videos, die ich so mache, halt über. Kurz nachdenken. Mein Gott, so schwer ist es doch nicht. Also Videos könnte ich theoretisch 60 FPS machen. Die laufen jetzt nur mit 30. Ist halt nicht so sehr flüssig, wie ich es so gerne mag eigentlich. Deswegen, also theoretisch könnte ich Videos auf 60 FPS aufnehmen und Streams nur auf 40, auf 30. Das könnte ich, glaube ich, jetzt sogar nachher einstellen, wenn ich mal Richtung Zone laufen würde. Ja, die ist auch nur ein Stück weiter vorne. Ich wurde auch ordentlich gefightet. Pilze könnte ich mir gerade erstmal nicht. Ich glaube, der. Der hat sich auch schon verdrückt, der ist wahrscheinlich ganz, ganz oben. Auf dem Bergito. Bergito? Spaß. Den müsste ich mir auch dann nachher aufpassen. Wahrscheinlich da oben weiter chillen. Wir rennen erstmal ein Stück zur Zone, kassieren so, ja, 4 Leben, also 4 Sekunden bleibe ich in der Zone hängen. Geschätzt. Ja, da unten hüpft schon einer, den holen wir uns gleich. Noch schieße ich nicht und ich habe gerade Zeitüberschreitung gehabt. Ja, moin. Bö. Eine Sekunde im Sturm. Auch ganz hübsch. Auch ganz hübsch. So, du bist hier vorne gewesen, ne? So, dann habe ich dich auch schon mal. Unser anderer Typ muss noch da oben sein. Auf den muss ich auch so, dass wir safe aufpassen. Mal etwas Legendäres und der Kill ist auch gespeichert. Hervorragend. Aber wie gesagt, der ist nur für vorübergehend gespeichert. Nur solange ich. Mein Inventar ist voll, ja, Mann. Ja, siehst du, ist auch nur einer, also. Tak, so. Dann geht's auch weiter. Alle Waffen sind nachgeladen. Jupp. So, der hat sich darüber gebaut. Ah, okay. Also ist er nicht auf dem Berg. Der ist da vorne.
Nein? Nein, ich habe die Wand leider nicht zu schnell bauen können. Schade, schade. Drei Runden Kills, wie gesehen. Heute wird eine gute Runde. Zumindest jetzt fürs Aufnehmen. Ja, du warst gut, du warst gut. Das beschreite ich überhaupt nicht. Johannes Pauls der Zweite. Du guter Name, muss ich ehrlich sagen. Wo war ich gerade? Ah ja, hast dich ziemlich gut überrascht. Ziemlich gute Runde. Ich hoffe, ihr seid dann nachher auch beim Stream dabei, den ich dann nachher führe. Und ihr seht ja diesen Highlights-Button, wenn ich den jetzt drücke, öffnet sich bei mir jetzt, brauche ich jetzt nicht, von Nvidia die Videos halt. Ja, ich weiß, dass du cool bist. So, und dann kann ich halt Tode und Kills speichern, so. Drücke ich fertig, bin ich hier wieder zurück. Dann gehe ich jetzt. Ja, du bist super, ich hab's gemerkt. Bist grandios, kannst mir gerne abonnieren. Mein Gott. Wir machen aber noch ein paar Runden. Ich glaube nicht, dass jetzt hier wieder gehen sollt. Von Darkbullen einen weit gekriegt. Sorry, ich mache noch ein paar Solo-Runden. Da ist die Einladung. Oh, von den Fragen habe ich noch keine gekriegt. Ja. Ja. Es wird ja, wie gesagt, noch ein schöner Tag heute. Oh, ich bin fast schon der Erste, der hier gespawnt ist. Zumindest da in dem Bereich jetzt hier. Und ja, es gibt einen kleinen Bug, halt, den müsst eigentlich jeder schon kennen. Wenn ihr halt, bevor ihr spawnt, während des Ladebildschirms einen Dance ausführt und dann die Spitzhacke hinzugefügt wird. Also ihr müsst einen Dance nehmen, der lange geht, kein Depp oder sowas. Das geht nur ein paar Sekunden und da. Na bruh, da ist ein Reifen und so. Der geht halt, wie gesagt, nur ein paar Sekunden und. Der wird halt euch nicht dazu bringen. Ihr müsst einen nehmen, der halt lange geht und endlos am besten. Ja, bruh. So. So, das waren meine Bauskizze für Wände erstmal. Und ja, mehr Materialien hatte ich halt nicht. Schade, schade. So, Shifty ist immer noch was los. Ich gehe zurzeit nicht Shifty, auch nicht Risky Wheels. Rita Row auch noch nicht. Greasy, Salty und Tilde sind halt meine Favoriten. Tilde war ich heute noch gar nicht. Wir gehen, glaube ich, diese Runde nach Tilde. Beziehungsweise sollte es da auch noch Action geben. So, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Es gab ein Video online, wo jemand auf dem Doppel-L-Tower das da Tower links Granaten gefunden hat, drei Stück. Und hat sie dann da oben hochgeworfen, wo es diesen Stern gibt halt. Und die Leute, die diesen Stern halt noch brauchen, wie ja, niemand von hier, die sind halt daran verreckt. Oh, schade, das wär's. Meine Güte. Also bauen läuft heute super. Ja, komm wieder runter. Es gibt hier unten eine Einladung für dich. Die darfst du gerne annehmen. Und die fängt mit K, Ni, Wora an. Und hört mit, das machst du nicht auf. Nein! Der gammelt da oben schon, deswegen muss ich aufpassen.
Gut gemacht, gut gemacht. Bringt aber nichts, wenn ich hier nicht abhaue. Da ist die Licht C4, Bruder, da liegt C4. Machen wir folgendes. Sie machen Trip drauf. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. So, Bros, ich weiß nicht, woran das jetzt lag, aber na gut. So. Ich finde es immer noch merkwürdig, wo wir immer, wenn wir sterben, Solo-Modus, wo wir dann immer zuschauen. Meistens sollten wir doch den zuschauen, der uns getötet hat. Aber der Typ hat uns ja doch nicht getötet. Der hat doch keinen Snipeschuss durch die halben Mech geschossen und mich dann einmal gehittet. Das hat er nicht gemacht. Mann, schade. Der Typ wäre eigentlich fast tot gewesen. Wie gesagt, da Runde ein Kill. Er fragt sich auch, wer ich diesen Beobachter habe. Da noch einer. Siehst du, der stirbt sogar, der gewinnt noch nicht mal in den ganzen Game. Und dann spawn ich wieder komplett woanders. Der Zuschauer. Man passiert sowas zum Beispiel auch. So, ich klemm mir sowas mal. Dann willst du denen nicht helfen oder so? Du spielst doch. Na gut. Den Hit hättest du dir sparen können, den du abbekommen hast. Egal, es gibt noch so viele Leute, die es noch, denen es noch zu helfen gibt. Ja. Wie gesagt, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzuschauen. Wir sehen uns halt im nächsten Stream. Bye, Leute.